So, meine nächsten vier Gäste nehmen uns jetzt mit auf eine kleine weihnachtliche Zeitreise. Es sind die Kinderstars aus den großen Weihnachtsserien der 80er Jahre. Damals in den 80er Jahren, als das Fernsehen noch Lagerfeuerersatz war, bescherten uns die öffentlich-rechtlichen Sender zu Weihnachten immer ein besonders schönes, besonders behagliches Knistern auf unseren Bildschirmen. Jedes Jahr zeigten sie neue, spektakuläre Familienserien mit einem neuen, großen Kinderstar. 1981 und 82 war es Patrick Bach als Ausreißer Silas und als Piratenjunge Jack Holborn. 1983 gehörten unsere Herzen Katrin Tobol in der Jahrhundertwende-Serie Das Nesthäkchen. 1984 wurde Hendrik Marz als Kinder-James Bonds Patrick Packard zum Teenie- und Schwiegermutter-Idol. Und 1987 rührte Silvia Seidel als gelähmte Ballettschülerin Anna Millionen von Menschen. 20 Jahre nach ihrem großen Durchbruch sind sie jetzt hier. Erstmals zusammen, also die früheren Idole aus dem Kinderzimmer. Freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Silvia Seidel. Hallo. Herzlich willkommen. Katrin Tobol, schönen guten Abend. Patrick Bach ist da, schönen guten Abend. Und herzlich willkommen, Hendrik Marz. Ja, naja, eine kleine Lücke muss sein. Das ist ein kleiner dramaturgischer Aufbau sozusagen. Ja? James Bond gespielt, doch irgendwie. Was war das für eine Rolle? Also, Millionen Fernsehzuschauer damals dabei gewesen in den 80er Jahren. Kennt ihr euch eigentlich gegenseitig so? Also wir kennen uns. Wir haben uns auch privat schon ein bisschen, weil Hendrik ja früher auch in Hamburg war. Silvia? Ja. Ich kenne ihn. Patrick Bach, also kennst du uns eigentlich? Und wir kennen uns auch. Also das funktioniert ja gut. Fangen wir mal vorne an. Patrick, du warst der Erste, 1981 mit Silas. Ja. Der erste große Kinderstar. Wie wurdest du damals so als 13-Jähriger, glaube ich, warst du entdeckt? Ja, das fing irgendwie mit einem Fußballspiel bei meiner Mutter an, wo der damalige Produzent und der Regisseur bei uns saßen. Und ich habe wohl vor dem Fernseher gesessen und irgendein Europacup-Endspiel oder so moderiert. Und habe dann da gestanden. So nachkommentiert sozusagen. Ja, so ein bisschen, genau. Habe da irgendwie dumme Sprüche vorm Fernseher gelassen. Und daraufhin hat der Produzent, Bernd Burgermeister, damals gesagt, pass mal auf, bring doch deinen Kleinen mal mit. Wir suchen gerade einen in dem Alter, muss ein bisschen reiten können, ein bisschen sportlich sein. Und meine Mutter wollte das eigentlich auch nicht. Gesagt, Mensch, man muss ja sein eigenes Kind auch nicht in den Job reinbringen. Und hat aber gedacht, du kommst aus einer Fernsehfamilie sozusagen. Ja, meine Mutter ist Regieassistentin, mein Vater ist Anwalt, also Rechtsanwalt. Also eigentlich nur so, nur halb. Und sie hat aber gedacht, gut, da sind jetzt 30 Kinder irgendwie oder 40. Und dann macht er da kurz sein Casting und dann ist das Thema durch. Und dann wird irgendjemand anderes genommen. Ja. Und dann wurde ich es. Mhm. Du hattest vorher aber schon Kontakt zum Fernsehen. Du warst, glaube ich, mal bei Rudi Carrell am laufenden Band. Ja, richtig. Ja. Ich war mal bei einer Edeka-Werbung. Davor noch, 77 oder so. Was viele nicht wissen, Rudi Carrell war ein großer Werbestar in der Zeit für Edeka. Ganz genau. Und der hatte mich dann irgendwie rausgepickt und wir sollten da, glaube ich, irgendwie für Spanier Orange und ich weiß es auch gar nicht mehr. Und ich habe irgendwie nur gesungen, nur gegessen, statt zu singen. Und dann hat er gesagt, Mensch, der tolle Kerl, muss man mal einladen. Ne? Ja, und dann rief, und dann war das eigentlich das Witzige, dass meine Mutter, oder ich meiner Mutter wohl irgendwie gesagt habe, mit 9 oder mit 8 Jahren, ja, Rudi ruft nachher an. Dann hat man gesagt, das wäre jetzt irgendein ein Schulkamerad. Rudi. Also, ja, Rudi ruft an und ich soll in seine Sendung kommen. Na, meine Mutter hat gesagt, welche Sendung? Ja, und dann klingelt irgendwas Telefon, dann war Rudi Carrell am Telefon. Und hat gesagt, ja, ich werde den Jungen gern für meine Sendung am laufenden Band. Und da bin ich dann das erste Mal, also, ja, mit der Kamera oder das Was hast du gemacht am laufenden Band? Was hast du in der Sendung gemacht? Da waren Kandidaten, die mussten irgendwie mich überreden, etwas nicht zu tun. Also ich sollte zum Beispiel ins Kino Weiße Hai gehen und das war 16 und dann sollte mich der Kandidat überreden, es nicht zu machen. Also dass ich das nicht darf. Und da fing er an, du bist auf, du hast hier 2,50 Mark an. Da hinten ist ein Eisstand, ne? Die, man musste sich irgendwas ausdenken, das war auch irgendwie ganz alles improvisiert. Das ist ein Eisstand, dann kaufst du dir eine Kugel Vanilleeis. Mhm. Nee, ich mache nur Erdbeereis und Erdbeereis gibt's nicht. Und dann habe ich also irgendwie so viele Sprüche rausgehauen, auch ohne vorher zu üben, dass das richtig eine lustige Sendung geworden ist. Ja, das war immer schon scheinbar da. Das ist heute auch noch so. Patrick ist einfach ein richtiger Entertainer. Ich verstehe gar nicht, warum du keine Unterhaltungsshow hast. Du bist da irgendwie. Ja, man muss sich ja irgendwie trennen zwischen Moderation und Schauspielerei. Also wenn man erstmal in die Moderation geht, dann kommst du ja nicht mehr zurück. So, beides geht ja in Deutschland nicht. Ja, ja. Bei Katrin war ja auch ein prominenter Entdecker da. Also der Sohn von Heinz Erhardt. Gero Erhardt. Also wieso warst du für ihn das perfekte Nesthäkchen? Ich habe keine Ahnung. Es war auch so mehr ein Zufall. Eigentlich, Gero ist mit den Eltern meiner besten Freundin befreundet gewesen und hat denen erzählt, irgendwie Casting, ich habe schon so viele Mädels gecastet, ist nicht die Richtige dabei. Und die haben gesagt, ja, wir wissen da jemand. Und die haben mich dann auf eine Gartenparty mitgeschleppt. Und ich wusste, dass da irgendwie ein Regisseur ist. Wie alt warst du damals? 9.
passende Alter für Gartenpartys. Ganz genau. Ja, ja. Ich habe früh angefangen, so klar. Und ich wusste, dass da ein Regisseur ist, der auch jemanden sucht. Ich habe da mit meiner besten Freundin noch rumgescherzt. Ja, ja, das spiele ich dann und du spielst dann meine beste Freundin. Ja. Gero hat dann, hat mit mir eine Paddeltour dann gemacht und ich habe ihn dann irgendwie zugequatscht. Und ich bin dann abends nach Hause gekommen und es war dann ähnlich wie Rudi ruft an. Ich habe gesagt, ich komme ins Fernsehen. Und meine Eltern haben gesagt, ist richtig, alles klar, du kommst ins Fernsehen. Du bist ein Sozialpädagogenkind, da ist das dann nicht so einfach. Also da wurde erstmal über die Befindlichkeit diskutiert. Was wird aus unserer Tochter? Da wird irgendwie was passieren, wenn sie da so was schmeißt. Gott sei Dank bin ich aus einer Sozialpädagogenfamilie sozusagen. Meine Mutter ist Sozialpädagogin, aber die ist ganz entspannt. Also die ist nicht Birkenstockträgerin, sondern die ist eine coole Sozialpädagogin. Die gibt es nämlich, auch. Aber sie hat nicht die Frage gestellt, was mag das für Folgen haben? Als es dann soweit war, dass mir dann die Rolle tatsächlich auch angeboten wurde, nach einem Casting, war es dann erstmal so, dass meine Mutter gesagt hat, um Gottes Willen, das arme Kind irgendwie, das wird ja nur versaut. Sie wollte das eigentlich nicht, dass ich das mache und hat sich dann überreden lassen und hat aber gesagt, einmal und nie wieder. Und so war es aber auch. Weiser Entschluss, also so war es dann auch, ne? So war es dann auch. Ja. Silvia, die große Prima-Ballerina Anna, ich meine, das ist ja so eine Rolle und ich weiß, damals haben sich wahnsinnig viele Mädchen beworben und wollten diesen Job haben. Warum hast du ausgerechnet diese Rolle bekommen? Also ich war in einer Ballettschule und die wurde wie, ich weiß nicht wie viel, zig andere Ballettschulen auch aufgesucht, um Kinder im Training zu beobachten und anzusprechen, ob sie zu einem Casting kommen möchten. Und ich hatte keine Ahnung, was die suchen, was die wollen. Ich bin hingegangen, habe vorgesprochen und war scheinbar der Deckel auf dem Topf. Das hat sofort geklappt. Also die haben sofort Nein, nicht am selben Tag des Castings. Mhm. Nein, es war wochenlang Warterei, ist ja meistens so. Mhm. Aber man hat sich da auch nichts ausgerechnet, das war mir ja auch egal. Also ich war ja nicht so, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt Schauspielerin werden und das ist ganz wichtig. Das hat man eigentlich so just for fun gemacht. Ich habe ja getanzt. Mhm. Und Wochen später war die Nachricht da. Wie war es, als dann die Antwort kam, ja, du hast die Rolle? Jubelschrei oder? Ja, das ist schon in der ersten Sekunde, echt Wahnsinn, wow, ich hab's gekriegt. Aber man hat, also wenn man jetzt nicht dringlich diesen Wunsch hat, wie ja viele Leute sagen, ich möchte unbedingt ins Fernsehen bekannt werden, ist das ja nicht so außergewöhnlich. Man freut sich, weil man denkt, oh, es hat geklappt. Also, aber man weiß nicht, was passiert. Die Folgen, das war ja wirklich nicht absehbar, was da bei uns passiert ist. Und was dann nachher noch stattfinden wird, wenn man bekannt ist und erkannt wird, das weiß man nicht. Also man freut sich, man hat was gut gemacht, wie eine gute Arbeit in der Schule geschrieben oder so. Bei Hendrik ist das dann ganz anders gewesen. Der wusste von Beginn an, ich mache es, weil er war eigentlich schon Werbestar. Du hast schon Werbung gemacht für Duplo, für verschiedene, für Rama, glaube ich, auch. Ja, ich war der Rama-Boy in der Schule. Ich bin der Rama-Boy. Genau. Ja, ich habe irgendwie im Alter von so 10 bis 13 Jahren habe ich Werbefernsehen gemacht, ein bisschen. Ja. So 2, 3 Spots im Jahr. Rama, Rittersport, Mattel, alles Mögliche. Wie bist du da rangekommen? Ja, Bekannter meines Vaters hat eine Werbeagentur und der hat mich halt eines Tages gesehen und hat gesagt, ja, sieht ganz niedlich aus. Ja. Mal gucken, ob der das kann. Und das waren mal keine Sprechrollen oder so. Ne? Und dann habe ich das eben gemacht ein paar Mal und dort eben, als sie damals für die Rolle des Patrick Pacquart gecastet haben, haben sie auch in dieser Werbeagentur eben mein Foto gesehen und haben dann mich auch gecastet für diese. Hast du ein vernünftiges Honorar gekriegt eigentlich für Duplo, für Rama und Co.? Ja. Warst du mal ganz gut dabei, so als kleiner Junge, ne? War, ja, also wie gesagt, ich habe es so 2-3 Mal im Jahr gemacht, aber es war, war okay. Es waren keine Riesensummen, aber es war natürlich in dem Alter super verdientes, leicht verdientes Geld. Ja, und die Reaktion in der Schule war, dass allerdings muss ich auch noch hinzufügen, auch einen harten Preis bezahlen, weil ich einmal einen Spot gemacht habe für Kindermilchschnitte. Hi. Und ich habe, glaube ich, 53 Stück gegessen. Mhm. Und natürlich als Kind hat man nämlich, die haben gut geschmeckt und ich habe am Anfang immer gegessen, die haben immer schon gesagt, nein, spuck's wieder aus, du musst das noch 3 Stunden lang machen. Und ich habe es nicht geglaubt und dann wirklich, nach 53 Stunden konnte ich dann nicht mehr. Ich habe seitdem nie wieder eine Kindermilchschnitte gegessen. Die haben auch Anke Huber dann genommen. Ja. Also insofern. Hey, da kennt sich einer mit Werbefernsehen aus. Jetzt lass uns mal über deine erste Rolle reden. Ich glaube, jetzt ist es soweit, dass wir den Zuschauern, die es nicht mehr so in Erinnerung haben, das mal ein bisschen näher bringen. Silas, elternloser Ausreißer mit seinem schwarzen Hengst. Du konntest reiten wie ein junger Gott. Ja, musst viele Abenteuer bestehen und wirst ziemlich hart rangenommen. Nämlich so einen Ausschnitt haben wir mal rausgesucht. Hier ist Silas, 1981, Patrick Bach, als wirklicher Held. Also? Ja oder nein? Was ja oder nein? Hast du das Pferd Patolin gestohlen? Ich kenne den Schwarzen. Ich stehle nicht, nie.
Ja, ich hab das hier von Bartolin. Aber ich hab's gewonnen. Heute bist du dran, Silas. Heute wirst du das auch schlucken. Also pass gut auf, oder willst du vor mir? Nein, überhaupt nicht, Philipp. Das war der Moment, da bist du dann abgehauen danach. Flucht ergriffen. Ja, es gab noch eine schönere Szene. Ja? Entschuldigung, war das Dieter Krebs? Ja. War Dieter Krebs, ja. Ist Dieter Krebs, ja. Mhm. Und, Ja, die Zahnlücke ist übrigens immer noch da. Ja, die war mal zusammen. Und? Ich glaube, ich habe alle Klammern durchgemacht. Also es gab ja so unten, oben, dann gab es so eine doppelte und eine feste, habe ich alle gehabt. Es hat aber gemacht. Sie wollten wieder auseinander. Ja, es ist ein persönliches Ding, eine persönliche Note, ja. Nee, wir hatten eine Szene, die ist auch in dem... wird mit Messern auf mich geworfen, ja. Eine klassische Messerszene, Wurfszene. Und da hatten sie einen Franzosen. Und da sagte der Sigi Rothe, der Regisseur, irgendwann, ja, wir malen erstmal so eine Figur auf und dann machen wir erstmal eine Probe mit Figur. Du stehst vor so einer Wand, glaube ich, ja, und dann muss er genau dazwischen werfen. Ne? Ja, hat dann so drumherum geworfen, irgendwie das so immer im Zirkus im Endeffekt auch. Und der erste, den wir hatten, der hat das dritte Messer direkt in die Stirn geschmissen. So. Aber da stand keiner zum Glück, oder? Nee. Aber es hätte ja auch sein können, wirklich, dass ich da stehe. Also er hat wirklich nicht getroffen. Und dann haben wir einen aus der Schweiz geholt. Waren seine Eltern eigentlich mit dabei und haben gesagt, hey, was macht ihr da mit unserem Sohn? Na, meine Mutter hat ja Regieassistenz gemacht. Auch bei der Produktion? Das war auch der Grund, im Grunde genommen, ja, auch bei der Produktion. Also bei der und bei Jack Holbrooke war der Zweiten auch. Und das war auch so ein bisschen der Grund, warum sie gesagt hat, okay, dann ist es auch in Ordnung, dass mein Sohn jetzt in dem Alter mal einfach eine Serie dreht. Ja. Weil sie sagte, normalerweise eher nicht. Mensch, wie aufregend war diese Zeit, also erstmal Silas zu machen, ja später Jack Holbrooke zu drehen. Du warst ja immer unterwegs, du warst im Ausland für diese Produktion. Das muss doch eine irre spannende Angelegenheit gewesen sein für dich. Ich denke mal, als Kind ist das mehr so ein bisschen wie Ponyhof. Also heute als Erwachsener geht man ja ganz anders ran. Also man denkt darüber nach, was mache ich da, was hat das für Folgen, was Silvia gerade sagte. Ja. Als Zwölfjähriger kommt man dann in so ein Team rein, dann hat man ein großes schwarzes Pferd. Dann habe ich mit meinem damaligen Stiefvater, der Stuntman war, habe ich dann reiten gelernt und habe dann also alles Mögliche probiert mit Trampolin hinten drauf. Und im gestreckten Galopp und mit und ohne Sattel. Ja, natürlich, aber es ist jetzt ja erstmal für das Kind nicht als Arbeit anzusehen. Es ist wie Urlaub, so wie Ponyhof, Urlaub. Dass die Anstrengungen irgendwann während der Dreharbeiten da waren und auch kamen, das ist klar, das war auch so. Aber ich hatte damals immer schon viel Energie, ein bisschen zu viel Energie, heute habe ich es eigentlich auch noch. Deswegen denke ich mal, kam mir das auch zugute irgendwo. Ja. Kathrin, wie war das bei dir? Hast du das als kleines Mädchen auch so empfunden? Hey, das ist ein Riesenspaß, das ist ja keine Anstrengung, das ist ja Urlaub. Es war eigentlich immer lustig. Die Leute sind natürlich irgendwie extrem freundlich gewesen und man hatte immer Spaß. Es war teilweise auch anstrengend. Ich bin während der Dreharbeiten auch total krank irgendwann mal geworden. Ja. Und hatte einen ziemlichen Ausfall, was das Ganze, glaube ich, ziemlich durcheinander gebracht hat. Also, du musstest richtig aussetzen? Ich musste richtig aussetzen. Ich hatte richtig, ich weiß nicht, ob ich eine Lungenentzündung hatte, aber irgendwie, also man hat das irgendwie netterweise, es war nicht so wirklich schön. Aber sonst, es war klasse. Alles, man wurde betüdelt und das war schon nett. Das war auch nicht anstrengend. Wollen wir eben gucken? Nesthäkchen, wirklich die jüngste Rolle überhaupt. Ein Stück aus dem anderen Jahrhundert. Da ist es. Na, so ein kleines... Was geht dir? Ich glaube, das Kind hat Keuchhusten. Musst du denn sehr viel husten? Nein, gar nicht, aber sie hat 99 Fieber. Oh. Ja, dann... werde ich ihr Töchterchen mal ganz schnell wieder gesund machen. Tja, die Kleine scheint sich nur erkältet zu haben. Nicht einmal Keuchhusten? Nein. Und nun halten Sie die Kleine recht warm. Vielen Dank, Herr Doktor. Und auf Wiedersehen. Bis zum Frühstück. Gnädige Frau. Ja, Berliner Ärztetochter um die Jahrhundertwende, die jüngste Rolle der Kinderserien. Wie aufwendig war denn das zurechtmachen? Waren die Zöpfe echt? Nee, die waren nicht echt. Ich hatte relativ kurze Haare und es wurde mir dann irgendwie, die Zöpfe an sich waren dann festgestellt. Ich habe es gehasst, weil es irgendwie ein tierischer Aufwand immer war und es wurde festgesteckt und es hat weh und es zuppelte irgendwie ständig. Ich denke, es hat Spaß gemacht.
Ja, gut. Du hast ein bisschen Allure, du machst es ganz gut, Patrick, so zu reden. Das steht dir auch für mich. Soll ich sagen, dass man scheiße oder was? Ja. Du darfst dir durchaus mal ein paar zurückgeben, übrigens. Ja, nee, das ist klar. Ja. Das kenne ich schon. Ja? Es war aufwendig mit den Haaren, aber es war in Ordnung. Ja. Herr Bach, alles in Ordnung? Ja, alles wunderbar. Ich führe jetzt mal das Sie wieder ein an der Stelle. Ja, ja, ja. Das ist ein bisschen Autorität, mein Herr. Ich, bitte mit meinen Herrn Bach. Wir fühlen uns jetzt zu Hause bei Ihnen. Sehr gut. Hendrik, also Patrick Packard, das war eine so spannende Geschichte, 84. Also so eine Abenteuergeschichte in der Form. Die ganzen Geheimdienste waren hinter dir her. Also es war eine Welt, von der man also als junger Mensch eigentlich träumt. Also man liest ja solche Geschichten. Und du durftest es spielen in Norwegen überall und in Spanien, Holland gedreht. Was ist dir denn so besonders in Erinnerung geblieben? Das Ganze eigentlich, also ich habe jetzt keine Begebenheit, also ich hatte jetzt zum Beispiel, wir haben auf einer Bohrinsel gedreht zum Beispiel, ja. Also das erlebt man ja auch nicht alle Tage, das Leben auf einer Bohrinsel, das ist eine komplette eigene Welt ist, eine eigene Stadt quasi irgendwie, mit eigenen Gesetzen, mit eigenem Lebensrhythmus und eben auch einer ganz speziellen Art von Menschen. Wackelt das Ding eigentlich immer? Ja. Also die Bohrinsel, auf der wir gedreht haben, war nicht in Betrieb, aber sie haben sie einmal angestellt und es war also irre, es war wie ein Erdbeben. Und da müssen die Menschen, es ist 24 Stunden normalerweise, da müssen die Menschen eben arbeiten. Deswegen haben die auch nur ganz kurze Schichten und wechseln die ganze Zeit und werden sehr, sehr gut verpflegt. Es ist 24 Stunden lang ein Riesenbuffet. Was? Ja, du ein tolles Catering? Wahnsinn. Also 24 Stunden, ein riesiger Tisch, wo immer Braten, Gänse, alles zur Verfügung steht. Ja. Und das war schon, das ist jetzt was, was mir jetzt als erstes raussticht. Aber das Ganze, wie bei Patrick eben auch also gesagt, hat. Es ist wie ein Abenteuerurlaub eigentlich. Und man sieht das natürlich auch nicht so als, das ist jetzt ein Krimi-Roman, da spiele ich mit, sondern eher so, man ist ja auch ein bisschen so befangen, dass man da jetzt mitspielt und auch eine Rolle zu erfüllen hat irgendwo und ja auch Ansprüche an eingestellt werden und die sagen, ja, nee, das musst du ja so und so und so machen. Und insofern habe ich das, war das, wie gesagt, wie ein wie super Urlaub. Hast du dich vorher damit beschäftigt? Also da gab es ja nun hier Patrick Bach vorher mit Silas und den anderen Geschichten und Jack Holborn. Hast du dir das angeguckt? Also okay, jetzt soll ich auch so ein Star werden, so ein Kinderstar werden. Hattest du ein bisschen Bedenken? Nee, also ich habe es gesehen. Ich kannte Tim Thaler, Silas, Jack Holborn, Nesshäkchen, alles. Also habe ich natürlich wie jedes andere Kind auch geguckt. Aber ich habe nie den Gedanken gehabt, jetzt werde ich ein Star. Ich habe mir überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht, was eigentlich kommt danach. Ich fand das sehr interessant und der Regisseur, das war auch Gero und der Produzent war auch Bernd Burgemeister, die waren alle super nett zu mir und haben mir also diese Sache auch sehr erleichtert und weiter habe ich nicht gedacht. So Hendrik, weil es so schön war, so spannend war, also hier ist ein Ausschnitt von Patrick Packer. Ich bitte Sie übrigens. Wo ist meine Mutter? Ich kann Ihnen nichts geben, ich habe die Formel nicht. Man hat sogar meine Augen untersucht. Bitte. Grüß Gott. So sagt man doch in München, oder? Meine Mutter! Der alles im Griff hat, rettet seine Mutter. Gila von Waltershausen war das, ne? Ja. Die hat übrigens nachher nochmal beim Landarzt nochmal meine Mutter gespielt, zufälligerweise. Ja, das geht dann so weiter, ja, immer weiter. Ne? Ja. Und wenn du das jetzt siehst, also die Action-Szenen, ist das ganz lustig und nett gespielt, ne? Ja, also diese Szene im Hotelzimmer, das war übrigens die allererste Szene, die ich gespielt habe. Daran erinnere ich mich noch ganz genau. Wirkt sehr profi. Im Hilton Hotel München, das weiß ich ganz genau. Und dieses Mädchen da eben bei den Terroristen, da war ich so 15 und ich war ganz schön verliebt in die. Ja? Verknallt, ja. Ah, jetzt kommt's raus. Also, sehr hübsch, ja. Wie ist das, wenn man sich selber jetzt sieht so oft? Ist witzig, aber komischerweise, ich habe irgendwie gar nicht so einen Bezug dazu. Also das ist irgendwie so weit weg. Also ich finde es lustig, aber es ist auch ein bisschen so, als ob das jemand anders ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. So wie die Distanz ist inzwischen. Ja, ist da. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Silvia, wie ist das bei dir? Wenn du jetzt, wollen wir gleich erstmal gucken, Ausschnitt von Anna. Und dann reden wir danach drüber. Ist, glaube ich, der bessere Weg. Also es ist, nochmal für die Zuschauer, die es nicht kennen, also es ist die Geschichte einer Tanzschülerin, die durch einen Unfall gelähmt ist und dann langsam wieder lernen muss zu laufen und es tatsächlich hinkriegt. Und dann wird sie eine ganz große, prima Ballerina. Ein Märchenstoff. Hier ist Anna.
das nicht. Okay. Was heißt auf geht's auf Italienisch? Andiamo. Na ja, dann machen wir das doch. Andiamo. Entschuldigung, ich bin nur umgeknickt. Anna, niemand erwartet irgendwelche Wunder von dir. Ich habe das aber alles mal gelernt. Das kann man auch sehr deutlich sehen. Es ist doch schon alles ganz toll. Aber es soll doch auch noch Spaß machen. Mensch, ärgere dich nicht, spielen macht auch Spaß. Aber schließlich möchte ich Tänzerin werden. Anna, kannst du nicht endlich aufhören, alles sofort haben zu wollen? Aber nur Spaß haben ist mir nicht genug. Geduld, verdammt nochmal. Da ging es ganz schön zur Sache. Also diese doppelte Belastung zu spielen und gleichzeitig zu tanzen. Wie hast du es ausgehalten? Ich weiß es nicht. Man macht es halt, weil man es ja auch gut machen möchte. Und es hat ja auch sehr viel Spaß gemacht. Aber das ist natürlich ein großes Problem, weil die Leute, die diesen Film hergestellt haben, haben keine Ahnung, wie ein Tänzer funktioniert. Also man denkt sich halt wahrscheinlich, man holt den und der hat einen Knopf und den macht man an und dann kann der tanzen, auch nach der Mittagspause und nachdem er 5 Stunden rumgesessen hat und so. Also was gar nicht geht, ist, wenn man wochenlang Spielszenen dreht, 14 Stunden, 13 Stunden und in der dritten und vierten Woche dann irgendwann diese eine Tanzszene. Man muss das jeden Tag probieren, man kann das nicht so lange liegen lassen. Du hast in der Zeit gar nicht so die Möglichkeit, noch mal weiter zu trainieren. Also ich bin durch eigene Initiative bin ich nach 13 Stunden, 10 Stunden drehen zu meiner alten Ballettlehrerin und habe mit ihr trainiert, weil ich mache mich da zum Idioten und niemand sonst, wenn es nicht funktioniert. Und ich wollte es natürlich gut machen. Und ich war auch nicht so gut. Und diese Sachen, die ich tanzen musste, waren weit über mein tänzerisches Können. Absolut. Und deswegen musste ich extrem viel trainieren. Und ich habe wirklich gekämpft, um das irgendwie hinzukriegen. Aber nach so vielen Stunden Drehen war das teilweise auch nicht möglich. Und man macht es dann und man tanzt ja einen Ballettabend auch nicht 5-mal nacheinander. Und beim Fernsehen, also beim Film, dreht man das von da, man tanzt die Szene. Genau, so jetzt oft machen wir nochmal einen Gegenschuss mit der Kamera von der Seite und bitte, ja, Silvia, jetzt tanzt das nochmal durch die ganze Geschichte. Da treten große Probleme auf und man ist dann schon nah an den Tränen manchmal. Ja. Und ja. Wie gut warst du als Tänzerin? Hattest du vor, so eine prima Ballerina-Karriere zu machen? Ach, also ich hatte eigentlich überhaupt nichts vor, nie in meinem Leben, ganz ehrlich. Ich habe einfach getanzt, das hat sich so ergeben. Und war aber viel zu unsicher und zu schüchtern und meine körperlichen Voraussetzungen auch viel zu schlecht fürs klassische Ballett. Also weit gebracht hätte ich es ganz gewiss nicht. Und deswegen war es für mich halt sehr, sehr schwer, diese großen Solis da zu tanzen, die wirklich gute Tänzer tanzen müssen. Und deswegen musste ich sehr kämpfen, um dieses Training irgendwie zu kriegen. Katrin, hat dich der Film infiziert? Ich meine, es sind viele damals in die Ballettschulen gegangen, aufgrund von Anna. Ich bin auch sofort in die Ballettschulen gerast. Ich wollte nämlich unbedingt, aber es war... Nee? Ja. Warum denn nicht? Zu dicke Füße. Ja, noch heute, ja. Nee, ich fand es super. Also ich habe es geliebt und ich bin auch sofort irgendwie irgendwo aufgelaufen und habe gesagt, schönen guten Tag, ich möchte jetzt bitte Ballett lernen. Und es war dann so, noch jemand. Ja, die 20 da hinten sind auch Anfänger irgendwie. Hast du Anna gesehen? Und es war mir ein bisschen peinlich. Und ich habe gesagt, ja, ich habe es auch gesehen. Ich möchte gerne bitte auch so tanzen können. Ich habe es dann aber relativ schnell gelassen. Ja, Patrick hat ja auch laufend davon geträumt, einmal so tanzen zu können. Einmal. Wie Anna. Das sieht bei uns Männern ja immer ein bisschen komisch aus. Ja, du spielst natürlich da in diesem Film auch schon wieder mit. Also du warst durchgehend in jeder Kinderserie. Ich bin ja der Weihnachtsmann gewesen. Man konnte an diesem Bach ja überhaupt nicht vorbeikommen. 4 Serien habe ich geschafft. 4 Serien insgesamt, ja. Übrigens, von 13, glaube ich. Ja. Auch im Rollstuhl vorgesprochen. Für die Rolle, die Patrick dann bekommen hat. Und die haben sie das nicht gegeben? Ja, ja. Aber weißt du, warum ich Vorteile hatte? Weil kleine Leute im Rollstuhl ist immer einfacher. Weißt, wenn du so lang bist, dann hast du immer ein Gleichgewichtsproblem. Ich glaube, es war ein bisschen Schiebung dabei. So ein Kompakter und sowas. Ja, reden wir doch nochmal darüber. Nein, über die Rolle reden wir. Du spielst den Rainer, der ist querschnittgelähmt, sitzt im Rollstuhl und es gibt dann nachher, glaube ich, ein Happy End zwischen euch beiden. Oder wie ist das? Ja. Ganz am Ende gibt es ein Happy End. Ja. Zwischendurch geht es immer so auf und nieder. Ja? Ja. Wie sieht das Happy End aus? Das Happy End sieht eigentlich so aus. Also, ja, wie sieht es aus? Ja, dass wir zusammenkommen. Ja, es gibt mal ein Happy End so für den Film, so eine richtig schöne Schlussszene. Ja, war die Schlussszene oder war das unsere Bettszene, wollte ich gerade sagen? Das war der Film. Die Schlussszene von der Serie war der Kuss vor der Oper, oder? Ja, stimmt, das war der Kuss vor der Oper. Diese
diese seltsame Frisur hatte, ja. Der Filmkuss. Der Filmkuss. Ja, ein richtiger Kuss. Der Serienkuss. Ja, wir haben ja vorher aber auch schon mal. Mensch, ihr seid jetzt so distanziert. Also ihr habt vorher schon mal. Ja, wir hatten noch irgendwie, ich wollte gerade seine Bettszene ist übertrieben. Für Vorabendsehen kann man ja nicht. Ja, das ist doch aber im Film. Ja. Im Kinofilm gewesen. Ja, und wir sprechen jetzt von der Serie. Ja. Man muss den lieben Zuschauern sagen, ja. Anna war so erfolgreich, dass es danach noch einen Kinofilm gab. Und da wurde richtig geliebt, wie wir gerade erfahren. Und er war auch erfolgreich, ja. Klar. Ja. Dieses monatelange Arbeiten, also wie habt ihr das eigentlich mit der Schule alle hingekriegt? Ich war aus der Schule schon raus. Patrick? Naja, das war immer in den Sommerferien. Also 6 Wochen können wir abziehen und 3,5 Monate ging ungefähr die Drehzeit. Also somit haben wir, ich habe die 7. Klasse, glaube ich, die Beobachtungsstufe habe ich wiederholt. Irgendwie einmal. Und ansonsten bin ich mal ganz gut hingekommen und habe hinterher ein bisschen mich auf den Hosenboden gesetzt. Achso, fleißiger Schüler gewesen. Ja, ja, fleißig gar nicht. Ich war in der 3. oder 4. Klasse und war auch in den Sommerferien und das ging Gott sei Dank alles noch ganz entspannt. Mhm. Warst du nicht im Kindergarten? Nein. Genau das Gleiche. Also ich glaube, ich habe gerade die 9. Klasse wiederholt. Schon. Ach, die wolltest du sowieso wiederholen, hast gesagt, da kannst du es auch machen. Ja? Ich hatte die Ehrenrunde sowieso schon gebucht und insofern war es dann kein Problem mehr. Ja. Wie hält man das aus, wenn man so lange von zu Hause weg ist? Ich weiß, deine Mutter war immer dabei, Katrin. Meine war teilweise dabei, ja. Ja? Warst du betreut? Ja, meine Mutter war auch dabei. Also mein Vater ist dann immer mitgereist, später, als es nach auswärts ging, ins Ausland. Also Anna in München, da kamen die mal zu Besuch am Set, aus Spaß, weil ich gesagt habe, schaut doch mal vorbei. Aber in München war keiner dabei. Mhm. Was ich mich frage, ihr habt doch vorher nie geschauspielert. Ja, okay, Werbefernsehen habe ich erfahren. Patrick, du kommst daher, Silas als Talent, spielst die Sache so, als wenn du schon irgendwie jahrelang Schauspielunterricht gehabt hättest. Das sieht man an dem einen Ausschnitt, dass du ein richtig großes Talent bist. Also woher hattest du das? Das ist wie bei Silber. Es gibt ja kein Rezept dafür. Also keiner weiß, warum man irgendwie, ist ja irgendwo so eine Magie, die in einem steckt oder ein Talent, was irgendwie da ist, ob das nur musisch, sprachlich ist und in diesem Fall vielleicht künstlerisch. Und das kommt halt, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwann raus. Und entweder hat man die Möglichkeit, es zu behalten und macht es weiter oder es klappt eben nicht. Hast du als Junge schon geguckt, so beim Schauen anderer Serien, wie andere Schauspieler das machen? Nee, ich glaube auch dadurch, dass meine Mutter nun aus dem Job kommt und bei uns viele Schauspieler wie Horst Frank und Jutta Speidel und so auch zu Hause waren, war das für mich eben eine ganz normale Welt, wie man das mal so sagt. Also für viele andere ist das, ja, die Filmwelt, die VIPs. Und bei uns war das eben, die sind gekommen, haben den Rotwein, eine Flasche Rotwein weggehauen und waren genauso wie jeder andere und waren betrunken und ich gehe jetzt nach Hause. Und genauso ist mir das eigentlich auch, deswegen war das für mich nichts Besonderes in dem Sinne. Also, es mag ja auch ein bisschen so gehen, dass man, weil Henrik das auch eben beschrieben hat, dass man als Kind einfach ganz selbstverständlich Dinge tut. Viel intuitiver, viel natürlicher. Man fragt nicht, man macht es einfach. War das möglicherweise auch bei dir so, dass du sagst, ich tue es jetzt einfach? Also da gibt es ein ganz interessantes Detail zu. Und zwar habe ich mal so vor 3 oder 4 Jahren Justus Paul getroffen, der hat die Serie geschrieben. Er hat viele Serien geschrieben, war der Autor von vielen Kinderserien dieser Art. Ne? Und ich habe mich dann mit ihm unterhalten und er hat mir dann gesagt, also warum wir dich damals ausgesucht haben, das war nicht, weil du besonders viel Talent hättest oder jetzt der süßeste oder bestaussehendste oder was weiß ich von allen warst, sondern weil wir bei dir das Gefühl hatten, dass du das durchhältst. Also, dass du, ja. Und dass du die Dreharbeiten, das hört sich jetzt nicht. Das war nicht so. Nein, aber ich meine. Das schließt dann daran an, was Silvia eben gesagt hat, dass man es eben, dass man schon, aber dass sie merken, dass man jetzt kein Typ ist, der jetzt überhaupt gar kein Verantwortungsgefühl hat und irgendwie einfach so daherkommt, sondern dass sie schon merken, okay, der ist schon ein bisschen ernsthaft vielleicht für sein Alter und hat irgendwie will das auch machen und möchte das auch gut machen und hat auch so den Ehrgeiz und das Verantwortungsgefühl, dass er da auch jeden Tag hinkommt, seinen Text kann und irgendwie versucht, das Ding zu machen. Und dann gibt es natürlich das Casting vorher und da merken sie eben, ob man auch so eine gewisse Lockerheit vor der Kamera hat. Und wenn das gegeben ist, glaube ich, dann hat man ganz gute Chancen. Hendrik, aber trotzdem die Nachfrage. Gibt es einen Unterschied, weil du danach auch jetzt als Erwachsener, als Schauspieler weitergearbeitet hast? Gibt es einen Unterschied für dich? Also in der Leichtigkeit? Ja, ist diese Leichtigkeit definitiv. Nachher Klar. wieder zurückgekommen oder ist sie dann weggegangen? Nein, die Leichtigkeit war auch Patrick Pacan natürlich logischerweise da. Die ist auch nie wirklich weggegangen, obwohl ich sagen muss, ich meine klar, wenn man je älter man wird, ich muss schon sagen, man fängt dann sowieso an nachzudenken über, was mache ich hier eigentlich so, bin ja mehr oder weniger zufällig zu dem Job gekommen und
Dann, klar, denkt man einfach mehr nach. Aber ich glaube, also ich habe ja auch gleich weitergemacht. Ich habe ja meine Schule zu Ende gemacht, ich habe gleich weiter gespielt. Und dann stellt sich auch so eine Routine ein, dass man einfach so eine Natürlichkeit vor der Kamera hat, die auch nicht mehr weggeht, glaube ich. Lass uns über den Rummel reden, der dadurch entstanden ist. Patrick, du warst also dann in frühen Jahren, warst ein Kinderstar. Die Leute haben dich auf der Straße erkannt. Ich meine, das Leben hat sich für dich verändert. Du warst in der Schule nicht der Rama-Boy wie Hendrik, aber du warst einfach Silas. Martell. Ja. Wie hast du es ausgehalten? Wie bist du damit klar? Der Anfang ist immer ganz witzig natürlich. Wir hatten ein Riesenproblem, dass die Bravo damals unsere Adresse als Autogrammadresse inklusive der Telefonnummer rausgab. Das hatte zur Folge, dass wir so am Tag eine Belagerung von ca. 40 Menschen hatten und 80 Anrufe pro Tag hatten. Das war am Anfang natürlich ganz witzig. Dann hat man so, ist man ans Fenster gegangen, hat gemacht und dann haben die unten gequietscht alle und dann, das hat man dann irgendwie ein paar Stunden gemacht und irgendwann nach zwei Tagen hat man gemerkt, das war nicht so gut, weil die fingen dann irgendwann an, auch grantig zu werden und schmissen dann mit irgendwelchen Gegenteilen in Richtung Haus. Klar. Nein, der Anfang ist ganz lustig, viele Briefe kriegen und beantworten und machen und in der Schule, guck mal, da ist er oder so, und in der U-Bahn. Das wird dann relativ schnell, kommt man so auf den Boden der Realität und sagt, ja, jetzt haben wir das 2-3 Wochen gehabt, jetzt kann das auch mal aufhören. Das hört natürlich nicht auf. Mhm. Katrin, wie viele neue Freunde hattest du? Ich hatte sehr viele neue Freunde. Ich war auf unzähligen Kindergeburtstagen auf einmal eingeladen und ich habe es irgendwie gar nicht so, ich dachte, die finden mich einfach alle total nett. Irgendwie, ich habe es nicht so ganz geschnallt. Ja. Ich hatte aber auch extrem viele Feinde auf einmal. Also es war tatsächlich so, dass es natürlich auch wahnsinnig viele Neider gab, was eigentlich fast unerträglicher war. Also die Leute, die irgendwie unfreundlich und habt ihr bestimmt auch alle gehabt, irgendwie, dass die Leute einen anzickten irgendwie und man als 9-Jährige oder 10-Jährige dann, als es ausgeschreibt wurde, man kapiert es einfach gar nicht. Verstehst du nicht, ja? Nee, weil es ist irgendwie Teil des eigenen Lebens irgendwie, man fühlt sich nicht besonders irgendwie. Mhm. Es sind eigentlich die Leute drumherum, die einem selber zu irgendwas Besonderem machen irgendwie und also ich habe das ist bei mir irgendwie völlig, ich habe es gar nicht gerafft. Ja. Bei Hendrik weiß ich, dass es auch ein paar negative Reaktionen gab, also dadurch, dass du diese exponierte Rolle hattest, was hast du erlebt? Naja, ich meine, das eigentlich ähnlich wie die beiden, dass man am Anfang eben völlig überschüttet wird mit eigentlich auch sehr viel positiven Reaktionen. Das sind ganz viele Leute, die einen toll finden und auch viele Briefe schreiben. Nee. Aber es gibt dann eben auch Leute, die in der Schule anrufen als Gag mal eben und sagen, holen Sie mal den Herrn Marz ans Telefon, seine Eltern sind tödlich verunglückt. Oder man bekommt Morddrohungen, man hat Polizeischutz. Na, und das sind natürlich die Sachen, die dann wirklich nicht so witzig sind. Die kommen dann auch und dann, wie die beiden eben auch schon gesagt haben, kommt man auch drauf, dass das wirklich auch eine ganz schöne Belastung ist. Silvia, der Mädchenschwarm, war aber auch gleichzeitig, glaube ich, Jungenschwarm nach der Geschichte. Wie war das für dich, so jetzt auf einmal so ein Schwarm zu sein, auf dich wiederzusehen, hier auf Postern, da auf Bildern? Es passiert, man denkt nicht viel so drüber nach. Aber irgendwann ist es für mich gar nicht schön gewesen. Also ich habe das überhaupt nicht genossen, diese Öffentlichkeit, überhaupt nicht. Mhm. Ich habe das gehasst, dass mich jeder erkennt. Jeder, aber wirklich jeder. Egal, mit der Badekappe im Schwimmbad, schwamm die auf mich zu, nicht schwamm weg. Also wirklich, ich fand das ganz, ganz grauenhaft. Die Leute waren nett, vorwiegend, Gott sei Dank, sehr nett. Es gab sehr selten ekelhafte Menschen, die denken, sie können dann wirklich nur ins Gesicht fassen, an die Haare und so. Und man müsste sich das bieten lassen. Vorwiegend waren sie nett, es war schön, aber man möchte... eine Privatperson sein. Man ist ja auch nicht immer in Begleitung, man ist nicht immer gut drauf. Man geht auch mal alleine bummeln und man sitzt alleine am Tisch oder geht alleine und guckt sich Kleider an und 20 Augenpaare starren an das Essen von der Gabel und so. Und das ist... Puh, das hast du erst mal lernen müssen, damit klarzukommen. Ja, man kann das nicht lernen. Man kann nicht aufhören, das Haus zu verlassen. Das wollte ich auch nicht. Ich hatte immer einen sehr guten Freundeskreis, eine sehr gute Familie. Ich war sehr geschützt und hatte Leute, mit denen ich viel darüber reden konnte und mich da, also die haben mich alle sehr aufgefangen, aber ich persönlich habe halt sehr drunter gelitten, aber noch viel mehr über die Medien eigentlich. Also das war das Schlimmste für mich, was geschrieben wird, wie die Leute einem da entgegenkommen, wie sie einem behandeln, was man da durchmacht, das war die Krönung, also das war noch schlimmer als die Leute, die einen erkennen. Mhm. Es gab natürlich auch eine schwierige Situation privat, dann, also ne, als dann private Probleme auftaten, und so, dass die Öffentlichkeit und die Medien das alles natürlich dargeboten haben. Gut, also meine privaten Probleme, ich denke, du sprichst auf meine Mutter an, die existierten, seitdem ich 7 oder 8 Jahre alt war. Eine sehr, sehr schwere Krankheit und mein Vater und ich sind diesen Weg mit ihr gegangen und der ist genau, diese Krankheit ist sehr, sehr schlimm geworden in der Zeit, als ich bekannt wurde. Das ist genau absolut parallel passiert. Mhm. Und ich habe das natürlich, wie auch Männergeschichten und viele Sachen aus der Presse, immer rausgehalten, weil ich nicht wollte, dass darüber
irgendein Mist geschrieben wird über diese wirklich schlimme Krankheit. Und es war sehr schwierig, immer überall zu lügen, warum meine Mutter nicht dabei ist und bla bla bla. Und als es dann passierte, dass sie den zweiten Selbstmordversuch geschafft hat, dann sind natürlich Sachen passiert, die sind unfassbar. Also wirklich einem jungen Menschen gegenüber, den man schon seit vielen Jahren kannte. Und die meisten dieser Schmierfinken, sage ich jetzt ganz boshaft mal, kannten mich seit vielen Jahren. Und ich habe viel mit denen gemacht und ich war immer nett und habe diesen ganzen Mist stundenlang ausgehalten. Und dann stehen die da und sagen, wieso machen Sie denn nicht auf? Sie haben uns doch gesehen vor der Tür, wir wissen doch, dass Sie zu Hause sind. Also was soll ich sagen? Hallo, kommen Sie rein, spaziert, hier ist das Sofa, da haben wir Sie gefunden oder was? Also das ist unglaublich und es wird dann nicht ein bisschen gewartet. Mein Gott, das ist ein junger Mensch, die muss das erst verkraften. Irgendwann wird sie Interviews geben und so. Ja, ja, das ist, du musst den Zuschauern, glaube ich, erklären, dass deine Mutter Depression hat, war schwer depressiv und sich dann selbst das Leben nahm. Da gab es dann so eine Schlagzeile am nächsten Tag, Silvia drehte einfach weiter. Ja. Weil du warst, glaube ich, in der Produktion dann in der Zeit. Ich war mitten in einer Produktion, ja. Und es war für mich die einzige, also das Einzige, was ich machen konnte. Es ist nicht so, dass die gesagt haben, du drehst jetzt. Ja, ich meine, da kam das ganze Team in der Nacht auf mein Zimmer und es haben mich getröstet und es war schrecklich. Und dann ist die Wahl zwischen, sie können die Leiche jetzt eh noch nicht freigeben, weil sie obduziert werden muss. So wird man dann am Telefon, muss mein Vater dann solche Gespräche führen. Was soll ich zu Hause? Soll ich warten, bis wir irgendwas machen können? Soll ich durch Regensburg, dort habe ich gerade gedreht, laufen? Wäre ich verrückt? Soll ich im Zimmer sitzen? Wäre ich verrückt? Also das waren die Gedanken, die kommen alle. Was mache ich? Ich drehe die 2 Tage noch. Was soll ich machen? Ich weiß nicht, wie ich gedreht habe. Man ist so leicht wahnsinnig dabei, macht das einfach. Der Schock, komischerweise, kommt eigentlich auch viel später. Das muss man erst verarbeiten und begreifen. In der ersten Sekunde kann man nicht, will man nicht wahrhaben, dass der Mensch nie wiederkommt. Und ich habe das gemacht und das Team war hervorragend und toll und das war das Einzige, was ich machen konnte. Dann habe ich nach Hause gefahren und habe das alles geregelt. Mhm. Hast du mal gedacht, also ich mache diesen Beruf nicht mehr, ich habe keine Lust mehr öffentlich zu sein? Also ich habe mich halt sehr, sehr, sehr in die Schauspielerei verliebt. Und es ist kein einfacher, lustiger Job. Man hat nicht jeden Tag 20 Angebote am Tisch. Er ist viel, viel schwerer, wenn man etwas vorhat. Also wenn man das wirklich ernsthaft betreiben will und viele Sachen ablehnt, die eventuell Geld gebracht haben, aber nicht das, was man künstlerisch möchte. Wenn man diesen Weg ist, ist es noch schwieriger. Viele Leute sind beleidigt, wenn man Nein sagt. Man hat halt einen Stempel, wenn man so erfolgreich war wie wir alle hier, dann ist man halt Patrick Packard, das Nesthäkchen, Silas, was weiß ich. Und die Leute haben keine Fantasie, man kriegt schwierig andere Rollen angeboten. Es ist ein großer Kampf. Und man sagt oft, mein Gott, dieser Scheißjob, das ist eine solch verlogene Branche, ich habe keinen Bock mehr, aber ich spiele so gern. Und jedes Mal, wenn ich wieder Arbeit hatte und ich stand da auf der Bühne und war vor der Kamera mit dem netten Team, ich will nichts anderes machen, nur das. Ich will das. Ich will das machen und die Zeit dazwischen ist schrecklich manchmal. Und wenn man dann privat noch so was Schlimmes erlebt, was der Vorfall an sich schon unglaublich schlimm ist und so schmerzhaft, und man muss das machen und hat noch nicht mal die Möglichkeit, den Leuten zu sagen, hallo, hört alle zu, das ist alles gelogen. Man kann sich nicht wehren. Das ist so, diese Menschenwürde und die Menschenrechte, die dann so hochkommen, das ist auf die Straße und ich erzähle jedem, das ist alles gelogen, was da steht. Ja. Man kann es nicht. Ich war beim Anwalt, der hat gesagt, ich könnte viel Geld mit Ihnen machen, aber Sie müssen das alles nochmal erleiden. Und dann steht ganz klein Widerruf und der ganze Artikel, alles steht wieder drin, Vater und Tochter suhlten sich im Ruhm, Mutter war allein, Schwachsinn. Ich meine, die eigenen Nachbarn haben negative Äußerungen der Presse weiter, also mitgeteilt. Sie kannten uns seit so vielen Jahren und haben gesagt, ja, wir haben sie allein gelassen. Und all diese ganzen Sachen. Mich haben sie angerufen. Warst du das eine? Nein. Ja. Echt? Waren wir das 96 oder irgendwas? 92 war das. Nee, mich haben sie angerufen. Bei mir rief, da hatten wir ja irgendwie eigentlich schon 3, 4 Jahre gar keinen Kontakt mehr. Und da rief mich eine bewährte Tageszeitung an und hat gesagt, ja, die Mutter von Frau Seidel hat sich das Leben genommen, was sagen Sie dazu? Und ich so, was wollen Sie jetzt von mir? Ich sage, selbst wenn es so wäre und ich diese Frau hassen würde, was ich nie getan habe, würde ich selbst dann nicht, würde ich Ihnen jetzt erzählen, was ich irgendwie davon halten würde, ne? Damals. Also es war auch ganz, daran sieht man nicht mal, wie armselig das manchmal schon dort ist, ne, in den Medien. Ich würde aber ganz gern Katrin fragen, weil Katrin, du hast dich frühzeitig entschieden, nicht den Job des Schauspielers zu machen oder der Schauspielerin. Warum? Das hatte irgendwie keinen Grund. Also es war für mich, wie gesagt, damals klar, das ist eine einmalige Sache. Ich habe dann
nach der Schule kurzfristig das Bedürfnis gehabt, doch nochmal Schauspielerin werden zu wollen und war auf der Schauspielschule in München. Da habe ich es 3 Tage ausgehalten. Da habe ich gedacht, nee, ich halte es hier nicht aus. Wieso nicht? Was war los? Es war die ein Tag. Sind doch geblieben. Die anderen, ich weiß nicht, ob die geblieben sind, aber einen Tag mussten wir uns mit Mäh unterhalten. Dann ging es zum Singen. Keiner traf einen Ton. Dann mussten wir Geisterbahn spielen. Da habe ich gedacht, nee, also das ist Psychotherapie hier. Das brauche ich nicht 3 Jahre. Vielen Dank. Ich bleibe hinter der Kamera. Pinguin auf der Eisscholle. Ja, klasse. Achso, das gehört auch dazu. Pinguin auf der Eisscholle. Hat mir ein Kollege erzählt. Also es ist wirklich genau so wie man sich's vorstellt, nur noch schlimmer und noch bekloppter. Ja, ja. Was machst du heute? Ich habe jahrelang, war ich hinter der Kamera als Continuity- und Regieassistentin, ja. Patricks Mutter witzigerweise, und habe jetzt überlegt, ich möchte doch mehr in den kreativen Bereich einsteigen, habe eine Ausbildung zur Producerin gemacht. Und da bin ich jetzt, habe ich das Glück gehabt mit einem Produzenten von Teamworks zusammen. Ich hatte eine Idee und der hat es einem Autoren gegeben und wir haben es gerade als Serie verkauft. Und da bin ich jetzt an dem Projekt mit Teamworks dran. Das heißt, du bist eigentlich der Filmarbeit und der Fernseharbeit doch schon treu geblieben? Sehr, ja, immer. Ja. Aber der Schritt zurück vor die Kamera ist jetzt endgültig aus und vorbei, ist tabu für dich. Wenn jemand eine Rolle für mich hat, würde ich mir das schon überlegen. Ja. Das ist doch ich weiß nicht, ob ich es noch könnte. Das ist genau die Nummer. Irgendwie früher war man irgendwie Kind und da hat man nicht drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt vielleicht viel zu gehemmt wäre. Mhm. Also ich habe mal während meiner Regieassistentenzeit habe ich dann auch mal irgendwie vor der Kamera wieder gestanden und ich habe nur gemerkt, irgendwie das Team wartet nur drauf, dass ich irgendwie mich hinlege oder dass ich mich verspreche und ich habe Panik gehabt und ich weiß nicht, ob ich entspannt genug wäre, noch was zu spielen, aber... Katrin, besetz dich doch einfach selbst. Du bist doch ja, schreibst genau. Stoffe. Schreib dich rein. Ich schreibe mich jetzt rein. Ja, das ist ehrlich gesagt auch so ein bisschen mein Plan. Nein. Ist klar. Die Strategie wäre jetzt Das ist auch spitzenmäßig. Und da gibt es nicht viele von, die das machen. Ja. Sag mal, Hendrik, wenn dann erst der große Rummel da ist und der große Erfolg, die große Aufmerksamkeit, ja. Teenager-Star, ja. Alle kennen dich, alle lieben dich und so. Ja. Gibt es sowas wie ein Loch danach, so ein, wo der Ruhm dann davon fliegt und die Aufmerksamkeit auch? Oder sagst, ja, sicher, hundertprozentig. Wie war das bei dir? Bei mir war das, ich habe dann irgendwie ein paar Jahre weitergemacht, dann bin ich auf eine Schauspielschule gegangen, habe es durchgehalten, 2 Jahre. Und als ich dann wieder kam, war ich natürlich komplett anders, weil auf der Schauspielschule setzt man sich ein bisschen anders mit diesem Beruf auseinander als jetzt als Kinderstar. Mhm. Und dann kommt einem das, was man gemacht hat, irgendwie so ein bisschen belanglos vor, ganz ehrlich gesagt. So war es bei mir eben. Ne? Ach, du hast deinen alten Job so ein bisschen belächelt. Ja, ja, genau. Und ich wollte halt mehr irgendwie. Ich wollte mehr spielen und auch mehr von mir geben und ernsthafter spielen. Und da, wo ich mitgespielt habe, wurde mir die Chance nicht so wirklich gegeben. Und dann bin ich erstmal überall ausgestiegen, wo ich mitgespielt habe. Und dann habe ich 2 Jahre keinen Job gehabt. Weil du hingeschmissen hast, haben die dir keinen Job gegeben? Genau. Also ich habe aber auch, muss ich sagen, immer dann danach mit einer Produktionsfirma in erster Linie zusammengearbeitet und einen Produzenten. Und der war natürlich ein bisschen verärgert, weil ich habe gut funktioniert in dieser Serie. Das Wort liegt da auch wirklich auf funktioniert. Und da habe ich mal eben erklären. Wicherts, Landarzt, ja, genau, und genau. Gegen den Wind. Genau, das war Wicherts, Landarzt war eine Produktionsgesellschaft. Und da bin ich dann ausgestiegen aus dem Landarzt. Und dann habe ich eben, wie gesagt, 2, 3 Jahre nichts zu tun gehabt. Oder 2 Jahre. Mhm. Dann habe ich Gegen den Wind gemacht irgendwie. Und habe dann weitergemacht und... ja, und da war das erste Loch schon so ein bisschen da. Ne? Das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, dass man natürlich, man hat ja gesehen den Ausschnitt, wie extrem jung ich auch ausgesehen habe dort. Und viele, und auch danach noch. Immer ein bisschen, bist du jetzt noch jung. Ja, genau. Aber viele Leute, man macht dann irgendwie auch eine äußerliche Veränderung durch. Und viele Leute, die einen besetzen, die haben aber noch so ein altes Bild irgendwie. Und dann spricht man vor, dass sie besetzen einen sogar irgendwie. Und dann sehen sie, Moment, das ist aber jetzt auf einmal, das ist ein Mann. Ja. Das ist ja gar kein Kind. Ja. Ich habe ihn aber für einen Jugendlichen besetzt. Das passt überhaupt nicht. Mhm. Und dann irgendwie, dann werden sie irgendwie unsicher. Und dann sagen sie manchmal nicht, ja, habe ich falsch besetzt, sondern, ja, der hat sich aber verändert. Der kann ja gar nicht mehr so richtig spielen. Mhm. Oder? Und dann ist man irgendwie auf einmal raus. Mhm. Geht schnell. Was machst du jetzt? Ich habe eine Internetagentur. Ich mache Webdesign. Du bist raus aus dem Job, richtig? Du hast hingeschmissen? Naja, ich habe danach nochmal so eine Art Loch gehabt, eben so 2000 war das, und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt mal was ganz anderes. Irgendwie, glaube ich,
solltest du auch nochmal umsatteln und wirklich dir auch nochmal irgendwie so ein zweites Standbein schaffen. Und ich habe aber auch zwischendurch immer wieder gedreht, aber sehr, sehr wenig, muss ich sagen. Und habe mir da jetzt irgendwie quasi eine zweite Existenz geschaffen. Bin aber dem Filmgeschäft nach wie vor auch ein bisschen treu geblieben. Also ich habe mit einem Kumpel jetzt zusammen auch hinter der Kamera. Der macht so, ja, genau, hinter den Kulissen den Weg. Der macht so Reportagen und hinter den Kulissen eben auch so ein bisschen Regie führen oder Drehbücher entwickeln. Der macht so Reportagen für öffentlich-rechtliche Sender in Deutschland. Da will ich was mit ihm zusammen machen und wir haben auch so zwei Kurzfilme zusammen schon gemacht. Also das Medium, ich meine, wenn man so lange da arbeitet, klar, dann mag man das natürlich auch, ist klar. Also Webdesigner und jetzt Dokumentarfilmer, das alles zusammen? Ja, und nebenbei noch Musiker, seit 5 Wochen spiele ich in einer Band. Du bist trotzdem Wohlstand. Ja, genau. Let's bring the band back together. Aber wenn jetzt sozusagen wieder ein gutes Angebot käme, dann würdest du doch als Schauspieler weiterarbeiten, klar, das nochmal aufnehmen. Ja, sicher, es kommt natürlich, ja klar, logisch. Ihr zwei, also, ja, großartig. Und du besetzt. Ich lass schreiben. Silvia, wie ist das bei dir? Also du bist weiter so leidenschaftlich gerade beschrieben, wie sehr du den Job liebst. Gibt es immer noch so eine Identifikation mit früher, wo Leute ankommen und sagen, aha, Anna, die große prima Ballerina? Also es ist, ich finde das ein Phänomen, dass es nach 17 Jahren immer noch so viele Leute wissen und kennen und einen darauf ansprechen, wie schön das doch war. Es hat Gott sei Dank jetzt aufgehört. Ich kann überall hingehen, es erkennt mich eigentlich niemand mehr. Es ist ganz, ganz selten, dass mich jemand erkennt. Und aber die Leute wissen, also wenn es darauf kommt oder wenn sie nach der Vorstellung kommen, immer wieder sind noch ein paar da im Theater, die dann extra die Anna-Bücher dabei haben und so. Klar, ich meine, im Beruf selbst ist es sehr, sehr schwer, was du gerade gesagt hast. Die Fantasielosigkeit ist grenzenlos. Silvia selber schreiben. Ja. Hier, Katrin. Aber das geht ja auch nicht, man kann ja nicht alles selber machen. Nein, man hat ja auch Leute und Bekannte, man kennt viele Leute und die auch Ideen haben und so. Und ich hatte auch sehr, sehr viel Glück, muss ich sagen, dass immer wieder schöne Sachen kamen und es Gott sei Dank immer wieder Leute gab, die mir mehr zugetraut haben. Es war halt sehr viel Theater jetzt die ganzen letzten Jahre und es ist nicht das Schlechteste, sage ich mal, wirklich nicht. Und ja, man muss selber auch eine gewisse Entwicklung durchmachen. Klar, also ich habe in den letzten Jahren Sachen gespielt, wo ich einfach weiß, die hätte ich vorher auch noch nicht spielen können. Es kommt dann, denke ich, auch vieles zur richtigen Zeit, wo man sagt, vielleicht soll es auch so sein. Mhm. Und ich nehme das auch an und es hat viel mit einem selber auch zu tun. Wie lange hat es denn gedauert, die Anna wirklich loszuwerden? Oder bleibt die Anna? Also loswerden, nicht mehr erkannt zu werden, jetzt fast nicht mehr, das hat wirklich, also, ja, so 15 Jahre auf jeden Fall, denke ich, gedauert. 14, 15 Jahre, die letzten Jahre ist jetzt eigentlich abgeebbt, das ist jetzt wirklich frei. Mhm. Das dauert schon eine Weile. Patrick geht ja ganz selbstverständlich seinen Weg. Einmal Serienstar, immer Serienstar. Die Wache gespielt, viele andere Geschichten noch gemacht. Ist das ein Segen oder manchmal auch ein Fluch? Och, ich empfinde das als Segen, muss ich sagen. Also ich, gut, nun habe ich auch einen 2,5-jährigen Sohn, habe eine Familie und habe auch immer gesagt, ich werde jetzt nicht auf Teufel komm raus, auf alle künstlerischen hohen Niveaus sagen, ich will jetzt auf Biegen und Brechen, also dass den Shakespeare irgendwann spielen oder also die tollsten Rollen bekommen. Wenn ich mein Leben lang Serien machen muss oder es mache, dann mache ich's. Was eure Fans jetzt wirklich interessiert, sie sind ja alle noch ein bisschen verliebt in euch, das bleibt ja so. Das wachsen mit, das ist aber schön. Das ist ja schön, wenn so 30-Jährige mit 30-Jährigen stehen und sagen, oh, mit dir bin ich groß geworden. Die wollen natürlich jetzt wissen, also noch eine kleine letzte persönliche Frage. Seid ihr alle vergeben? Ja. Nee. Henrik, das ist ja, die Fanpost wird jetzt wieder geschrieben. Ja. Ich bin ja verheiratet mit Sohn. Also. Mit Sohn. Silvia. Sehr glücklich. Sehr glücklich. Vergeben 2 Katzen. Katrin, das hast du sehr süß gesagt. Sehr vergeben toll. Vergeben 2 Katzen. Also ihr Lieben, herzlichen Dank für die launige Runde. War ein großes Vergnügen, dass ihr hier wart, dass wir noch ein bisschen über das reden konnten, was fast 20 Jahre zurückliegt. Ich wünsche euch alles Gute im neuen Jahr. Tolle Jobs, tolle Aufträge. Danke. Ja, und ich möchte noch sagen, wer dann nächste Woche zu Gast ist, die gesamte Besatzung des Traumschiffes, also der Kapitän ist da, Siegfried Rauch, die Chefstewardess, der ist Heide Keller, die Dauerpassagierin Gila von Waltershausen und der Chef des Janssen, der erfolgreiche Fernsehproduzent Wolfgang Rademann. Der Anlass zum 50. Mal sticht das Traumschiff in See und ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche dabei sind. Kommen Sie erstmal gut ins neue Jahr, ich wünsche Ihnen guten Rutsch und würde mich freuen, nächsten Montag um 23 Uhr dann wiederzusehen. Machen Sie es gut. Tschüss.